Heute, was geht ab, Leute? Hier. Der neue Raid Boss wurde bekannt gegeben und das ist nicht Shiny Godon. Manche haben echt vermutet Shiny Godon oder Shiny Rayquaza. Es ist ein neuer Regi und zwar Regi Steel. Und ja, die Leute sind nicht so begeistert. Regi Steel anscheinend der schwächste von den Regis mit einer Max WP von 2200 irgendwas. Also richtig low. Also das ist echt extrem. Und 100% haben 1292. 1292, 100% ist echt bei weitem das niedrigste, was bisher kam. Im Vergleich dazu Regi Ice 1764, 100%. Und Regi Rock, der dritte, auch 1764. Und Regi Steel tanzt da irgendwie aus der Reihe mit seinen 1292. Ist Stahl. Dementsprechend die besten Konter dagegen. Feuer und Kampf. Boden auch gut. Ändert sich eigentlich nichts am Team, das man gegen Regi Ice verwendet hat. Man kann weiterhin seine Machomais auspacken und seine Feuer-Pokémon Lavados, Entei, Flamaga und Glurak mit Lore-Kanonade zum Beispiel. Also da ändert sich erstmal gar nichts. Ja. Wie gesagt, die Leute sind echt nicht begeistert davon. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich find's erstmal ein bisschen traurig, weil ich habe morgen ein bisschen mehr Zeit. Es läuft Doppelbonbon. Ich hätte gerne noch ein paar Regi Eis gefangen und da noch ein paar Bonbons gesammelt, um den auf Max zu pushen. Ich habe 100 irgendwas, kann natürlich noch ein paar verschicken, aber ich habe bei weitem nicht 248, also das finde ich echt schade. Und ich denke mal, von Regi Rock, nicht Regi Rock, Regi Steel, werde ich jetzt auch nicht so viele machen können, weil die Leute sind echt nicht begeistert. Muss ich wieder ein paar Sonderbonbons reinstecken, aber das Regi Eis Fazitvideo folgt danach noch. Wahrscheinlich mein erster Registeel Raid wird auch noch kommen, aber an sich war es eigentlich. Ankündigung, Registeel ab heute, wenn ihr das seht, das Video, verfügbar. 100%, warte mal, was war 100%? 1292, 100%, Max WP 2000 irgendwas, 2200 irgendwas. Gute Konter, Feuer, Kampf und Boden. Und der bleibt auch einen Monat und dann nehme ich an, kommt wahrscheinlich der letzte von den drei. Weil es macht keinen Sinn, dass zwei kommen. Und dann kommt eine Pause und dann kommt irgendwie Shiny Godon oder sowas oder Shiny Rayquaza und dann kommt der dritte. Also das macht echt keinen Sinn. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass alle drei nacheinander kommen. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Viel Glück bei eurem ersten Registeel Raid. Folgt mir auf Instagram. Markiert mich, wenn ihr euren gefangen habt. Facebook, Twitter. Checkt den Shop auf. Neuer Shop, neue Preise. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.